Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über die Plattform Gengo.com sprechen. Gengo ist eine Plattform, auf der ihr als Übersetzer Geld verdienen könnt. Das heißt, wenn ihr zumindest zwei Sprachen sehr gut sprechen könnt, dann könnt ihr hier über die Plattform Einnahmen erzielen. Heißt, wenn ihr zum Beispiel Deutsch-Englisch könnt oder Deutsch-Französisch oder Spanisch-Französisch oder welches Sprachpaar auch immer, dann könnt ihr hier eure Dienstleistungen anbieten. Die Frage, die sicherlich viele von euch sich stellen, ist, wie viel Geld kann man denn eigentlich über Gengo verdienen? Gengo gibt uns da ein Estimate. Nämlich, wenn wir praktisch hier mal auf die Seite drauf gehen, dann sehen wir, dass wir im Durchschnitt auf der Plattform 494 Dollar pro Monat verdienen können. Das heißt natürlich nicht, dass Leute das hier Fulltime machen. Nochmal, ich würde euch nicht etwas vorschlagen, wo ihr 500 Dollar Fulltime im Monat macht. Die meisten Leute machen das einfach halt nur hier nebenbei. Das heißt, wenn sie mal Zeit haben, übersetzen sie einige Texte und kriegen dann dafür Geld. Wir können uns das Ganze auch mal anschauen für andere Sprachen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nicht nur ins Deutsche übersetzen könnt, sondern in andere Sprachen, dann schauen wir uns das einfach mal an. Nämlich zum Beispiel bei Chinesisch würdet ihr 544 bekommen. Oder bei Dänisch gerade mal 238. Sagen wir mal zum Beispiel, ihr übersetzt ins Englische, dann werdet ihr bei 417 oder zum Beispiel ins Französische, da werdet ihr sogar bei 561 und schauen uns vielleicht noch eine weitere Option an. Sagen wir mal vielleicht Italienisch, da werdet ihr nur bei 379. Das heißt, es ist eine kleine Einnahmequelle, die man sich nebenbei mal aufbauen kann. Das ist sicherlich nicht etwas, das man zu seinem Hauptbusiness machen sollte, obwohl man ehrlich zugeben muss, dass auf der Plattform es doch schon recht viele Aufträge gibt, für die man sich bewerben kann, beziehungsweise die man sich holen kann. Das heißt, ihr könnt auch sicherlich mehr verdienen. Es kommt einfach total darauf an, wie viel Zeit ihr gewillt seid, in die Plattform zu investieren und ob ihr auch gewillt seid, tatsächlich schnell zu arbeiten, weil nochmal, Gengo hat auch relativ strikte Deadlines. Also, ihr könnt hier mal auf Gengo.com draufgehen, anschließend dann könnt ihr hier mal nach unten scrollen, könnt ihr das Ganze anschauen. Viele, viele große Unternehmen arbeiten bereits mit Gengo zusammen, sei es Airbnb, YouTube, sogar Zillow. Für die Leute, die vielleicht Zillow nicht kennen, ist eine riesige Plattform in den USA für Immobilien. Dann zum Beispiel Zendesk, TripAdvisor und so weiter und so fort. Wenn ihr hier nach unten scrollt, könnt ihr mal so ein bisschen durchlesen, wie viel Geld normalerweise die Leute halt hier zahlen pro Wort. Und die Summen sind eigentlich ziemlich gut. Natürlich nimmt auch noch Gengo einen Cut, das heißt, nehmen praktisch eine kleine Provision. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text übersetze von Englisch ins Spanische oder sagen wir mal, wir nehmen Sprachbar, das für uns ein bisschen praktischer ist, sagen wir mal Englisch ins Deutsche, dann können wir hier rechnen mit 8 Cent pro Wort, was der Kunde zahlt, bei sogar Advanced, was bedeutet einfach nur komplexere Übersetzungen, kriegen die Leute sogar 14 Cent oder bezahlen die Leute 14 Cent pro Wort. Wir kriegen natürlich davon nochmal nur einen Cut, das heißt, wir kriegen jetzt nicht 8 Cent beziehungsweise 14 Cent pro Wort, aber für die Leute, die sich ein bisschen im Übersetzungsbereich auskennen und vor allen Dingen sich auch auskennen im Bereich Übersetzungen online und Online-Plattformen, das ist eigentlich schon unfassbar viel. Auf vielen anderen Plattformen, wie zum Beispiel PROS, wo man sich auch auf Aufträge bewerben kann, da sind die meisten Auftraggeber gewillt, nicht mehr als 2 oder 3 Cent tatsächlich pro Wort zu zahlen. Hier sind wir halt bei 8 beziehungsweise 14 Cent pro Wort. Man muss aber diesbezüglich auch sagen, ihr solltet halt auch wirklich gute Übersetzungen abliefern können. Das sollten jetzt keine 0815 Übersetzungen sein. Ihr könnt ja mal hier nach unten scrollen, könnt anschließend dann hier auf Become a Translator draufklicken. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr auf diese Seite hier weitergeleitet. Ihr könnt nun direkt hier auf Become a Translator draufklicken und könnt euch auf der Plattform bewerben. Ich habe schon einen Account auf der Plattform, dementsprechend, wie gesagt, muss ich mich nicht mehr bewerben, aber in eurem Falle müsst ihr euch, wie gesagt, bewerben und dann könnt ihr jederzeit hier auf der Plattform Aufträge annehmen. Wenn ihr hier nach unten scrollt, könnt ihr euch auch mal so ein bisschen darüber informieren, welche Vorteile ihr habt. Ich mache es mal ganz kurz, nämlich Flexible Schedule. Ihr könnt arbeiten, wann auch immer ihr möchtet. Pick and choose. Ihr könnt die Aufträge nehmen, die euch am besten gefallen. Weil ich kann euch auch sagen, und das sieht man auch ganz gut an den Kooperationspartnern von Gengo, dass da auch manche Unternehmen dabei sind, die halt, oder manche Institutionen dabei sind, die sicherlich auch sehr viel komplexere Dinge an euch schicken werden. Zum Beispiel das Department of State von den Vereinigten Staaten ist auch dabei. Und oftmals ist es dann halt so, dass man sehr komplexe Aufträge bekommt. Und das sind dann halt auch diese Aufträge, die hier unter Advanced fallen und da werden viele von euch sicherlich drüber gucken werden sagen, ui, das soll ich übersetzen, das ist natürlich ganz schön schwer. Und deswegen Pick and Choose hat hier halt den großen Vorteil, ihr könnt die Aufträge nehmen, die euch am besten gefallen. Ihr müsst nicht die Aufträge nehmen, die euch vorgeschlagen werden. Ihr kriegt die per E-Mail bzw. RSS-Feed. Das sind die zwei unterschiedlichen Optionen, wie ihr an die Aufträge praktisch rankommt, wie ihr die einsehen könnt. Und dann könnt ihr halt sagen, okay, ich möchte diesen Auftrag nehmen oder ich möchte nicht nehmen. Dann Supportive Community, gut, also wie gesagt, haufenweise Leute, die halt euch helfen. Und dann noch Latest Technology, das Ganze ist eigentlich ziemlich simpel. Nämlich, ihr könnt halt praktisch auf der Plattform den Text nehmen, rechts ihn nochmal, den übersetzten Text reintun und fertig ist das Ganze. Also ihr müsst jetzt keine spezielle Software für haben, ihr müsst dafür keine, sag jetzt mal, kein technologisches Verständnis haben, das kriegt ihr auch alles einfach so hin. Genau, und dann haben wir unten natürlich die Einnahmen, wie viel Geld kann man pro Monat ungefähr verdienen, hatten wir ja gerade schon mal so grob ausgerechnet und dann würde ich euch einfach nur empfehlen,
Bewerbt euch auf der Plattform. Es gibt zwei unterschiedliche Tests. Nämlich es gibt einmal einen Eingangstest, wo ihr halt einfach eine Übersetzung durchführen müsst. Da werdet ihr dann bewertet. Es gibt aber auch einen Advanced-Test, damit ihr überhaupt diese Advanced Translations machen könnt. Und der ist dann sehr viel komplizierter. Und wenn ihr das aber schafft, dann werdet ihr praktisch höher eingestuft, könnt halt auch Aufträge annehmen, die euch mehr Geld bringen. An sich, ihr werdet halt bezahlt über unterschiedlichste Optionen. PayPal zum Beispiel eine Option, die halt hier über Gengo geliefert wird. Und ihr müsst, und das ist vielleicht noch eine Sache, die wir uns auch anschauen sollten, ihr müsst halt dafür sorgen, dass ihr auch durchgehend hohe Qualität abliefert. Weil es gibt praktisch einen Performance-Score bzw. eine Performance-Scorecard und zum Beispiel 9,5 wäre richtig, richtig gut. Wenn ihr zum Beispiel 6,5 habt oder 7,5 oder sowas, dann ist das eher nicht so gut. Und es kann zum Beispiel sein, wenn der Auftraggeber euch eine schlechte Bewertung für den Auftrag gibt, beziehungsweise für die Übersetzung gibt, dass ihr, wenn ihr viele von denen bekommt, ihr irgendwann halt euren Account verliert, beziehungsweise einfach halt nicht weiter über Gengo übersetzen könnt. Und ich muss zugeben, mir ist es noch nicht passiert und ich habe noch keine Person gesehen, der es tatsächlich passiert ist. Also ich wüsste jetzt nicht, ob der Account dann tatsächlich disabled wird oder ob ihr irgendwie nochmal die Möglichkeit habt, euch nochmal zu bewerben. Und ich weiß nicht genau, wie es tatsächlich funktioniert, wenn man sehr viele schlechte Bewertungen bekommt, aber ich denke mal, das wird nicht euer Problem sein. Man sieht doch hier sehr schön, dass halt dieser Bereich von 0 bis 5 sehr problematisch ist, sogar bei 5 bis 6 wird man eigentlich nicht weiter, sag ich jetzt mal, auf der Plattform belassen, wenn man dafür längere Zeit drin bleibt. Man sollte eher so zwischen 6 und 10 sein, also im besten Fall natürlich zwischen 7 und 10. Und hier unten haben wir es dann nochmal aufgeschlüsselt, nämlich below 5, your qualifications will get automatically revoked. Und dann zwischen 5 und 6, your qualifications are at risk because your quality doesn't meet our minimum quality standards and your translations will be reviewed more often. Das heißt, ihr werdet halt öfter mal kontrolliert und dann ist natürlich das Risiko auch ziemlich groß, dass ihr praktisch euren Account bzw. einfach die Möglichkeit verliert, Aufträge anzunehmen. Und zum Beispiel in meinem Falle, ich hatte für ziemlich lange Zeit so einen Score von 9,3 oder irgendwie sowas und wenn ihr halt so einen hohen Score habt, dann könnt ihr wie gesagt auch sehr, sehr gutes Geld verdienen über die Plattform. Warum bin ich heute nicht mehr aktiv auf der Plattform? Gebe ich offen und ehrlich zu, ich habe einfach keine Zeit mehr. Wenn ich die Zeit hätte, gut, würde ich es vielleicht tun. Es ist keine Plattform, wo man jetzt irgendwie Tausende von Euro pro Monat verdienen kann, aber wo man wirklich sich nebenbei nochmal eine ganz gute Einnahmequelle aufbauen kann. Und gerade zum Beispiel, wenn ihr schon bereits auf Prost seid, wenn ihr auf Container seid, wenn ihr vielleicht ein Gig auf Fiverr habt oder wenn ihr auch in der Transkriptionsnische drin seid und ihr arbeitet vielleicht über GoTranscript oder TranscribeMe, dann erstellt euch einfach noch einen Account auf Gengo. Es ist recht schwer reinzukommen tatsächlich, aber wenn ihr erstmal drin seid, dann könnt ihr halt hier nochmal gutes Geld hinzuverdienen. Es ist eine schöne weitere Einnahmequelle, die natürlich einiges an Arbeit erfordert, aber wo man auch offen und ehrlich zugeben muss, es ist halt einfach schön, sowas noch zu haben. Das heißt, man weiß, okay, man kann hier Aufträge annehmen, man kann damit Geld verdienen, man hat vielleicht noch ein paar andere Asse im Ärmel und muss sich nicht nur auf eine andere spezifische Einnahmequelle verlassen. Übrigens, wenn ihr mehr zu genau solch einem Thema hier wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Freelancing-Meisterkurs. In diesem Kurs zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man ein Freelancing-Business aufbaut. Fängt wirklich damit an, Gewerbeanmeldungen, welche Gewerbeformen gibt es, welche sind da am sinnvollsten für das Freelancing-Gewerbe, wie finde ich einen guten Steuerberater, wie sieht das zum Beispiel auch aus international mit Umsatzsteuerregeln, wie sieht das aus hinsichtlich zum Beispiel AGBs richtig lesen und so weiter und so fort. Dann Angebot definieren. Auch ganz wichtig, nämlich was bietet man eigentlich an? Dann solche Plattformen wie Fiverr und Upwork. Dann gehe ich mit euch über 15 weitere Freelancing-Plattformen drüber. Das heißt, wirklich ganz, 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 ganz detailliert. Dann Agentur aufbauen. Das heißt, wie baut man seine eigene Infrastruktur auf, die unabhängig ist von Plattformen? Dann natürlich auch das Thema Remote-Jobs. Wenn ihr nicht so vollkommen unabhängig sein wollt, sondern eher nochmal wiederkehrendes Einkommen möchtet und eine Art Verhältnis, ein Jobverhältnis haben möchtet, dann Remote-Jobs sind für euch das Richtige. Und dann nochmal ein komplettes Kapitel nur rund ums Thema Service-Flipping. Das heißt, wie flippt man Dienstleistungen? Wie kann man damit Geld verdienen? Das heißt, kann man eine skalierbare Struktur aufbauen, wo vor allen Dingen wo der Vorteil der Folgen ist, nämlich dass ihr nicht mehr alles können müsst, sondern eher die Managementaufgaben übernehmen. Das, wie gesagt, ist der komplette Kurs über 10 Stunden lang ein absolut riesiges Produkt. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, euch dabei zu haben. Ihr könnt mir innerhalb meiner Akademie jederzeit Fragen stellen. Ein Link zu diesem Kurs befindet sich in der Videobeschreibung drin. Das war es dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.